Eine neue Ära für die Bürger der Ukraine. Sie können jetzt ohne Visum in die Europäische Union einreisen. Und diese Gelegenheit nutzen gleich am ersten Tag landesweit Tausende, so wie hier am Übergang Schehini an der Grenze zu Polen. Es war nichts nötig außer einem biometrischen Ausweis. Sie haben keine Nachweise über verfügbare Mittel verlangt. Da hatten wir uns Sorgen gemacht, dass sie denken, wir könnten viel Geld haben. Und auch keine Angabe dazu, warum oder wohin wir reisen. Nur einen Pass. Es gab offenbar ein paar Schwierigkeiten. Es ging jedenfalls nicht so schnell, wie ich gedacht hatte. Wir haben immer noch mehr als 1,5 Stunden gebraucht. Aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit legen. Ich reise das erste Mal seit 10 Jahren ins Ausland und das fühlt sich toll an. Die EU-Mitgliedstaaten hatten die Visafreiheit für die Ukraine vor einem Monat abschließend gebilligt. Ukrainer können sich nun 90 Tage ohne Visum in der EU aufhalten. Eine Arbeitserlaubnis ist damit nicht verbunden. Insgesamt hat die EU bereits mehr als 50 Staaten eine Visafreiheit gewährt.